Wenn Ihr Zählerkasten noch so aussieht, dann müssen Sie auf jeden Fall reagieren, denn ein alter Zählerkasten ist ein ernstes Thema und sollte auf keinen Fall auf die leichte Schulter genommen werden. Der Zählerkasten ist das Herzstück eines Hauses. Er sollte dem Stand der Technik und den gültigen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Jeder, der mit einem alten Zählerkasten ohne FI-Schalter im Haus lebt, der muss mit einem erhöhten Sicherheitsrisiko rechnen. Wir haben Christina Bürgi in Salzburg-Itzling besucht, die sich nach dem Hauskauf alles erneuern lässt. Uns ist es gesagt worden vom Verkäufer, da haben wir, wie soll man sagen, erste Hinweise bekommen, dass eben die Elektrik nicht ganz am neuesten Standard ist. Und haben dann relativ schnell entschlossen, einfach bevor wir einziehen, das ist auch eine langfristige Entscheidung, so ein Haus zu kaufen, dass wir das jetzt machen, da umzurüsten. Es gibt ein paar so unterschiedliche Stadien von Verteilerkästen. Teilweise sind es nur Holzkästen, dann brauche ich gar nicht überlegen, dann ist es sicher nicht mehr am neuesten Stand. Und teilweise sind es schon Metallverteiler, wo aber nur zum Beispiel der FI-Schutzschalter nicht eingebaut ist. Und auch das ist suboptimal, hier sollte auf jeden Fall gehandelt werden. Doch wer ist im Haus für den Zählerkasten verantwortlich? Die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Zustand einer Anlage liegt normalerweise beim Hauseigentümer oder beim Vermieter. Es kann aber auch der Mieter sein. Nach einer ordnungsgemäßen Übergabe ist nämlich der dafür verantwortlich, dass er Mängel beheben lässt. Wenn er das unterlässt, dann können im schlimmsten Fall für ihn strafrechtliche oder zivilrechtliche Konsequenzen folgen, wenn zum Beispiel durch einen Brand eine Person zu Schaden kommt. Und solche Brände kommen immer wieder vor. Jährlich gibt es ca. 7000 Brände in Österreich. Davon sind etwa 1000 auf alte oder mangelhafte elektrische Anlagen zurückzuführen. Dabei kommt es zu mehreren Millionen Euro Sachschaden und im schlimmsten Fall sogar zum Verlust von Menschenleben. All das wäre nicht notwendig oder könnte ganz einfach durch den Einbau von FI-Schutzschaltern oder Überspannungsableitern und den ordentlichen Zustand von elektrischen Anlagen vermieden werden. Wie kann man jetzt allerdings als Otto-Normalverbraucher testen, ob der Zählerkasten noch dem Stand der Technik entspricht? Das Erste, was er auf alle Fälle kontrollieren kann, ist ein FI-Schutzschalter vorhanden. Wenn einer vorhanden ist, dann sollte er die Prüftaste drücken, das zweimal im Jahr. Bei den Überspannungsableitern in den neueren Verteilern, die sind meistens im rechten unteren Teil vom Verteiler eingebaut. Da gibt es meistens so rote, rot-grün Kennzeichnungen, dass der Überspannungsableiter, wo er innen rot ist, dann ist er defekt und gehört austauscht. Das ist Überspannungsableiter schützt die elektronischen Geräte im Haus. Schlechte Isolierungen, fliegende Klemmen, das sind so Sachen, die man oft sieht, offene Dosendeckel. Das kennt der Laie auch. Wenn man das alles beachtet und alle 10 Jahre seinen Zählerkasten und die elektrischen Anlagen einen Check unterzieht, ist man schon mal relativ gut unterwegs. Meine Motivation war in dem Fall einfach das Haus in einen guten Zustand zu bringen. Das ist eine Substanz, die wir langfristig bewohnen wollen und auch dann in einen guten Zustand für den Fall der Fälle irgendwann einmal übergeben könnten. Also jetzt alten Zählerkasten aus Sicherheitsgründen tauschen und vor allem, um sich für die Zukunft fit zu machen. Alle Infos zu den Salzburger G-Elektro-Service-Partnern, also die Elektriker unseres Vertrauens, finden Sie auf unserer Website.